Hallo Leute, ich bin's der Fabian von Silverfeld Games and More und wir spielen mal wieder Hearts of Iron 4. Ja, ihr seht's hier noch, ich hab's hier noch offen. Wir haben hier noch immer das Problem, dass sich diese Länder hier, also Rumänien, Ungarn, das Königreich Ungarn vielmehr, das Königreich Rumänien und Bulgarien aufgelehnt haben, zusammengerottet haben und gegen uns hier kämpfen. Unsere Verstärkung aus Schweden kommt schon. Also so, sag ich mal, die das Land Schweden bekämpft haben. Das ist jetzt, gehört jetzt uns, haben wir in der letzten Folge erobert. Und ja, wir werden jetzt versuchen, das ganz sicher mal ein bisschen die Fronten zu klären. Da müssten jetzt irgendwo so an die 40 Divisionen kommen und ich denke, das wird das schaffen, in dieser Folge zu klären. Ansonsten geht es weiter im Krieg in Afrika. Da ist der Rommel eigentlich relativ erfolgreich, muss ich mal sagen. Seht jetzt hier schon ein bisschen Sandsturm. Die lassen wir mal weiter vorrücken. Und das mal. Greifen dort an. Hier habe ich noch zwei Einheiten. Die können mal hier weiter vormarschieren. Das dann holen. Und die kümmern sich mal hier drum. So. Ja, dann haben wir noch einen Flottenbericht, den wir uns mal noch ansehen können. Wir haben ja 6 U-Boote versenkt, das ist ja schön. Hoch. Ja, ein freies Forschungsteam. Das Feldlazarett haben wir auf Ober, nicht erobert, erforscht. Das Feldlazarett Stufe 2. Damit bekommen wir mehr medizinische Versorgung und weniger Erfahrungsverlust. So. Dann könnten wir entweder die Wartungskompanie oder die Aufklärung, würde ich ganz gerne, denke ich, erforschen. Weiter. Oder was können wir noch erforschen? Das braucht 62 Tage. Das bringt uns mehr Luftüberlegenheit und Mobilität, wobei wir in der, im Luftkampf, denke ich, eigentlich ganz gut ausgerüstet sind. Ja, wir machen die Panzerspitze. Das brauchen wir. Das bringt uns nämlich 20 Durchbruch und plus 3 Organisation. Bei den Panzern. Ich denke, das bringt uns ganz gut voran in Afrika. Ja, ansonsten bauen wir eigentlich noch Einheiten. Ja, die Militärpolizei bauen wir noch. Und was brauchen wir hier? Motorisierte Einheiten. Ja. Division. Infanteriedivisionen bauen wir noch. Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Muss ich jetzt mal so sagen. Ich wollte ja eigentlich die mechanisierte Infanterie. Sorry. Ja. Einsetzen bei den Panzern. Weil die einfach besser gepanzert ist. Und ja. In vielen Dingen besser ist als wie die motorisierte Infanterie. Da habe ich aber noch nicht so viel, aber ich könnte das. Ich könnte die bauen, dann könnte ich. Dann brauche ich nämlich nicht mehr so viel motorisierte Infanterie. Das werde ich auch mal machen. Dann.
Da schauen wir mal, da braucht man nämlich nicht mehr so viel. Wir brauchen dann 300 davon. So, wir bauen jetzt eins pro Woche, dann können wir mal da einen zurücknehmen. Das machen wir mal so. Ja, das passt. Fürs Erste. Ja, genau. Und dann kümmern wir uns weiter um den Krieg hier. Wie gesagt, sind hier... kommen jetzt unsere ganze Verstärkung, die eben noch im Schwedenkrieg beteiligt war. Italien beansprucht griechisches Territorium. Italien sieht das Römische Reich als Vorläufer des modernen italienischen Staates und einen unabhängigen griechischen Staat das Existenzrecht abgesprochen. Stattdessen sollte die griechischen Territorien die italienische Vorherrschaft in der Ägäis akzeptieren. Ansonsten werde Italien das Gebiet gewaltsam an sich reißen. Griechenland hat die Forderung als lächerlich und unverfroren zurückgewiesen. Italien wird jedoch von Achsenmächten unterstützt. Ja. Das bedeutet nicht unbedingt so viel Gutes, wenn wir Pech haben, erobert Griechenland dann hier Gebiete, wenn sie uns jetzt den Krieg erklären. Also wenn Italien Griechenland den Krieg erklärt. Und das ist ja momentan hier unten eh eine prekäre Situation, sag ich mal. Naja, wir versuchen es jetzt zu klären. So, das haben wir ja geändert. Da die eh keine Einheiten zurzeit haben. Ja, Griechenland hat den Krieg erklärt, okay. Sind den Alliierten beigetreten. Das verwundert uns auch nicht. So, dann machen wir ja nochmal Pause. Die greifen die an. Die auch. Die 5 Einheiten machen ja gar nichts. Das ist natürlich nicht toll. So. Ja, wie gesagt, das ist ja sehr, sehr unübersichtlich alles. Das war ja alles mein deutsches Gebiet. Das ärgert mich jetzt schon sehr. Und noch dümmer wäre jetzt, wenn das alles in ungarische Hände gefällt. Obwohl die nichts dafür getan haben. Wenn ich das mal so sagen darf. So. Dann habe ich hier Einheiten. Die könnten mal. Hier sind noch 4. Die gehen mal dorthin. Die gehen dahin. Und das. Da runter. Und die kämpfen auch erstmal noch mit. Nur so wie die. Die schicke ich einfach erstmal mit hier runter. Die ganzen Militärkräfte. Ob das was bringt oder nicht. Aber sie halten zumindest ein bisschen gegnerischen Einheiten im Schach. So.
Das ist echt kompliziert hier. Muss ich jetzt mal so sagen. Das nervt mich echt total. Ja. Ansonsten, wie schaut es jetzt hier aus? Fängt ja mit 13, 14 Divisionen. Ruckzuck auf die Beine gestellt. Das ist echt problematisch. Die machen nichts. So. Die rücken jetzt hier einfach mal vor und sollen das dann hier einfach kämpfen. Ich hoffe mal, dass dann das ist meins, dass Ungarn ja, die schicken mal wieder eine Einheit Ungarn steht nur 16% vor einer Kapitulation, das ist ja komisch. Und wie sieht's aus mit Rumänien? Steht 100% vor einer Kapitulation. Bulgarien auch eigentlich. Das verstehe ich nicht sehr ganz. Die haben kapituliert. Das ist schon mal sehr schön. Schicken wir die mal alle dorthin. Und ja, die können von hier unten her dann erobern. Brutal an. Noch ein bisschen schneller im Vorlauf. Griechenland, erobern die schon unsere Gebiete? Nee, sie stehen nur an der Grenze. Das ist ja sehr schön. Na, vielleicht können wir uns da noch ein bisschen mit in den Krieg einbringen.
Ja. Ist jetzt eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis auch das hier alles wieder unter meiner Kontrolle ist. Beziehungsweise, warum kriege ich denn hier Hunger und jetzt das Gebiet? Das verstehe ich nicht. Achso, weil die Ansprüche darauf haben. Ich muss ja sagen, mit dem Staatsstreich, das hat mir eher geschadet als wie genutzt. Ich sag mal, in Finnland hat es so relativ geklappt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Wobei ich denke, dass Finnland, das ja keine Chance hat, das überhaupt zu verteidigen. Also, ja. Haben die überhaupt Einheiten? Zwei Divisionen, also, was sollen die schon gegen die Pawn hier machen? Ich werde hier auch mal eine Bunkerkette bauen. Gut fertig. So, was mit dir? Kurz in Afrika, das Problem löst sich ja schon, denke ich mal, von selbst. Oder mehr oder weniger von selbst, da brauche ich jetzt nicht so viel drauf achten. So. Das Elende ist natürlich jetzt nicht der wirkliche Bringer. Aber ich will auch erstmal hier. Was haben wir hier? Trotzki überlebt den Mordanschlag. Vor wenigen Stunden hat Leo Trotzki in sein Haus in Mexiko-Stadt nach einem heftigen Zweikampf einen Attentäter getötet mit dem Eispickel. Okay. Mit dem dieser Trotzki ermorden wollte. Der Attentäter ist als spanischer Staatsbürger identifiziert worden, der in Diensten des NKWD gestanden haben soll. Leo Trotzki war einst der oberste Stellvertreter und mutmaßliche Erbe von Wladimir Iljitsch Lenin. Ja. Aber nach einem verlorenen Machtkampf wurde er von Josef Stalin aus der Sowjetunion ins Exil verbannt. Während der Pressekonferenz verurteilte Leo Trotzki den Mordanschlag als weitere feige Verschwörung, die Stalin ausgeheckt hat.
um seine Kritiker zum Schweigen zu bringen. Interessant. Naja, mehr oder weniger. So, was haben wir hier noch? Der fährt mal das Gebiet. Die in das. Die hier hin. Bekommen wir sogar noch hier das restliche deutsche Gebiet zurück. Ja, wobei hier nicht wirklich viel Ansprüche. Saire. Ja, wobei hier nicht wirklich was ist für uns. Also das kann ich auch später an Italien abgeben. Sieht soweit ganz gut aus. Da werden wir angegriffen. Die schicke ich mal in den Hafen, dass der gesichert ist. Wie sah es denn hier aus mit meinen Flieger? Ich hatte hier welche stationiert. Hier? Ne, hier. Ja, die haben. Ja, es geht. Schon mal, was angegriffen. Nichts versenkt bisher. Hier wurden mal ein paar Schiffe versenkt. Hier ein Konvoi. Hier Konvoi und Flugzeuge. Italienische Konvois. Italienische Konvois und ein leichter Kreuzer. Nochmal italienische Konvois. Alliierte Konvois. Nochmal. Ja. Aber ich sehe gerade, ich könnte mal da ein paar. Habe ich gerade nicht zur Verfügung. Die sind alle. Upsala. Achso, mein Mausrad. Alle hier oben noch. Ja. Hier kriegen wir jetzt. Fleißig Territorium zurück. Das war mal ganz einfach. Ja. Die lösen wir auf. Das Geschwader, das schaffen wir jetzt auch ohne. Genauso wie das Geschwader. Ja, ich weiß, dann habe ich sehr viel Lufteinheiten in Reserve. Gucke ich gleich mal, wie es im Ärmelkanal aussieht. Beziehungsweise kann ich ja enge gegen Griechenland dann vorgehen. Und hier unten dürfte ich doch eigentlich auch noch Flugzeuge irgendwo haben. Ja, die sind ja auch nicht mehr in Reichweite. Die kann ich. Ich habe keinen Flugplatz, der. Den hier müsste ich erobern. Da könnte ich sie stationieren. Ja, das machen wir auch. Ich schaue noch mal kurz, wie viele das sind. Das machen wir mal auf 100 hoch, so. Schiffe brauchen wir nicht mehr bombardieren. Okay. Dann haben wir hier noch einen Flottenbericht. U-Boot haben wir versenkt, noch ein U-Boot. Okay. Na, was war das jetzt? Das war ein bisschen blöd. Ja. Da ist ein Konvoi von uns niedergegangen. Nochmal drei U-Boote. Ja. Dann müssen wir mal gucken. Wie sieht es jetzt hier aus? Okay. Mal der Alfred Jule, der soll sich mal dahin bringen.
finnische Truppen, die sollten sich lieber in ihr Land begeben. So, dann wollte ich hier, nee, wo ist der Flughafen? Hier. Mal noch ein paar Jäger stationieren. Halt. Okay, 50 Stück dürften reichen. Okay. So, Griechenland greift jetzt. Nee, Italien greift, denke ich mal, an. Zu erobern. Aber es sieht jetzt wieder ganz gut aus. Der Rest wird jetzt wieder deutsches Gebiet. Und hier hat jetzt, naja, Ungarn auch ein kleines bekommen. Ja. Naja, damit kann ich leben. Das hier haben wir verloren, das Stück. Das brauchen wir dann aber auch nicht mehr garnisonieren. So, das können wir wegnehmen. Aber wir müssen, glaube ich, mal sicherlich Schweden, halt Luxemburg, haben wir das schon? Ja. Nee, das haben wir noch nicht mit drin. Hier sind wir schon mit drin. Stand. Sehe ich das eigentlich noch irgendwo anders? Ja. Ah, genau. Das ist besser. Dann kann ich nämlich gucken, was ich noch garnisonieren muss. Achso. Alles garnisoniert sein, denke ich mal. Das ist doch ja nicht mehr mein Gebiet. So, dann machen wir das noch dazu.
dürfte es erstmal passen. Ja. So, was brauchen wir jetzt noch? Angreifen, angreifen. Ja, jetzt hat sich die Folge eigentlich fast nur hier um das Problem hier gedreht, aber naja, okay. Hier habe ich auch noch. Ach so, das waren die Zwischenkriegsjäger eigentlich. Das brauche ich auch nicht mehr. Okay, hier sind wieder mehr feindliche Flugzeuge. Sehe ich gerade. Ich guck mal. Ja. Das erweitern wir mal. Da das Radar. Und genau dasselbe machen wir hier an der russischen Front auch. So. Weiter oben seht's nicht. Nee. Gut. Das nehmen wir mal nach oben. Zugewiesene Division. Nochmal. Das war's dann hier unten. Dann gucke ich nochmal schnell nach Afrika, dann dürfte das alles erobert sein. Die Mittelmeerküste in Afrika sieht eigentlich gut aus. Da wird nichts angegriffen. Ja, Panzer. Wir können hier mal voranschreiten. Oh, was ist das? Kriegsziele gegen uns fingiert. Die Sowjetunion fingiert gegen nationalistisches Finnland. Okay. Und Finnland dürfte Sowjetunion, Sowjetunion. Februar 41. Also muss ich bis dahin soweit wieder auf der Höhe sein, weil Finnland ist, glaube ich, mit in der Achsenmacht drin.
das Gebiet werden wir da verlieren werden, sicherlich. Ja. Okay. Naja, ist nicht so dramatisch. Dann werde ich den Erich von Manstein hier unten in Griechenland stationieren. Den Heinz Guderia oben in Schweden. Aber dann werde ich mal die Bunker. Na wohl. Wie lange dauert das? Ein Monat circa. Die werden fertig. Ja. Das ist okay. Schneller, dass das hier langsam fertig wird. Okay, die O-Klasse ist fertig erforscht. Wir haben ja eine Schlacht, eine Flottenschlacht, ein U-Boot versenkt, noch was, Konvois. Und wir können was Neues erforschen, das machen wir auch gleich. Und zwar H44, das war natürlich auch sehr interessant. Aber es hält noch viel zu lange voraus. Ja, das übergroße, schwere Schlachtschiff. Okay, was können wir da weiter erforschen? Eine Artillerie? Oder hier erforschen wir schon? Ja, wir erforschen Waffen. Das MG42 und den 8 cm Granatwerfer. Und wir haben hier wieder Militärpolizei fertig. Fast fertig sein, ja. Weniger als einen Tag. Gut, jetzt hat sich's erledigt. Gut, dann strukturieren wir noch unsere Einheiten ein bisschen um und den wollten wir hier runterbringen. Den guten Mann hier hoch. Der bekommt mal noch die und die Einheit dazu. Dann ist er voll. Hoch. Der Fedor von Bock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, die bekommt der gute Mann hier. Das ist der Günther von Kluge, glaube ich. Die kommen da dazu. Dann habe ich da 84 Divisionen an der Front. Ich denke, das dürfte ganz gut aussehen. Ja, so. Okay. Machen wir mal kurz Pause, gucken uns unseren Frontverlauf hier an. Ja.
Der bewacht bis. Nee. Bis dort. Und der kriegt eine Frontlinie. So lang. Ausgebildet. Das, die brauche ich vorerst nicht. Dann mache ich mal nur. Halt. Zwei Stück. Damit ich genau auf 60 komme, 60 Divisionen. Dass sie sich an die Frontlinie stellen. Dahin Scuderian. Hier hoch mit seiner Armee. Und dann an die Frontlinie. Ich würde eigentlich gerne noch Norwegen erobern. Mal sehen. Schwerpunkt, einen nationalistischen, nationalen Schwerpunkt. Was machen wir? Wir könnten jetzt noch die Weser-Übung machen. Da bekommen wir einmal 100% die für eine Technologie, die wir voraus sind, einmal 50%. Transporter, Landungsfahrzeuge und fortschrittliche Landungsfahrzeuge brauchen wir aber nicht unbedingt. Ich würde jetzt eher erstmal kurz die die Baugeschwindigkeit reinnehmen, damit unsere Befestigungsanlagen weiter ausgebaut werden. Dann haben wir noch ein zusätzliches Forschungsteam frei. Da erforschen wir gleich mal das im Februar. Das sind 5 Monate, dann wäre das genau fertig. Haben wir noch was anderes? Was nicht so lange dauert. Okay, Flugabwehr brauchen wir jetzt noch nicht so unbedingt. Ja, nehmen wir das. 62 Tage dauert das nur. Gut. Lassen wir mal die Zeit weiterlaufen. Fertig gebaut werden. So, kaputte Fabriken haben wir jetzt nicht mehr. Ja, das durfte passen. Der Handel. Ja. Das können wir uns jetzt schenken. Bis auf eine. Passt so. Wie sieht's aus? Was brauchen wir jetzt noch? Motorisierte Einheiten brauchen wir noch. In 26 Tagen sind wir damit fertig. Hier sind wir in 90 Tagen fertig. Damit sind wir in
90, also 100 Tage. In 16 Tage, gut. Das dürfte passen. Irgendwo sehe ich auch. Ah, hier, genau. Auf Lager. Ich wollte jetzt eigentlich gucken. Ja, ist egal. Finde ich jetzt nicht genau, wo ich das sehe, wie viel MP40 ich noch herstellen muss. Noch 111.000, okay. Hier habe ich erstmal, die nehme ich mal runter. Dann bauen wir mal mehr Panzer. Und ja, was noch? Das kann bleiben. Wir haben dann die O-Klasse. Der hier ist fast fertig. Und die sind auch bald fertig. Dann können wir die O-Klasse bauen. Den verbessern wir mal noch. Mit mehr Schutz und einmal Zuverlässigkeit. Und den Motor. Jeweils zwei Stück für die Kriegsmarine und für die Ostseeflotte. Gut, dann würde ich jetzt erstmal eine Pause machen wieder und ich denke, wir haben das jetzt ganz gut gelöst und wir hören uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Hearts of Iron 4. Macht's gut, Leute, ciao!